Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Dani Roll-P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir die Zellspiele abgeschlossen und jetzt machen wir hier unsere allgemeinen random Runden hier durch. Ich wollte jetzt Toki-Toki City sagen, Konton City. Und ja, hier sind so ein paar Sachen aufgetaucht. Und zwar habe ich gemerkt, hier ist Mr. Satan. Was will denn der hier? Wir sehen alle ziemlich stark aus, aber im Vergleich zu mir sind alle zweitklassige Helden. Wahre Helden dürfen nicht nur stärker sein, sie müssen auch jederzeit bedürftig beistehen können. Wahre Stärke kennt man nur, wenn man sich im Applaus und der Bewunderung der anderen sonnt. Ah, okay, ich verstehe schon. Habe ich das nicht im letzten Part gemacht? Übrigens, falls euch der Part gefällt, könnt ihr ja mal einen Daumen nach oben hinterlassen oder einen Kommentar hinterlassen oder ein Abo hinterlassen oder gar nichts hinterlassen. Am besten, wer ihr hinterlässt, was war, das wäre richtig gut. Mr. Satan, okay. Meine Pose, Mr. Satan, ist ziemlich cool, stimmt's? Die willst du doch sicher sofort vorzeigen. Normalerweise flankiere ich mal 10.000 Zenny, aber für dich ist sie gratis. Das verschenke ich nicht jedem, ist ja klar. Okay, das hätten wir schon mal abgehakt. So, und dann war jetzt die 17. Zeig mal. Ja. Noch ein Saiyajin. Ich dachte nicht, dass es außer Son Goku und Vegeta noch welche gibt. Ja. Ich kämpfe gerne, ja. Dann möchte ich ein kleines Spiel spielen. Die Regeln sind einfach. Wir ziehen los und vernichten die Stadt. Wenn du uns aufhalten kannst, gewinnst du. Wir haben ein paar harte Nüsse vor uns. Das wird ein Spaß. So, lass das Spiel beginnen. Viel Glück da draußen. Nee. Okay. Na, mache ich euch eben platt. Ja, doch, voll krankes Spiel, ja. Ihr macht die Stadt kaputt. Ich mache euch kaputt. Gott. Komm her. Er macht die Stadt kaputt, ich sehe es. Ika, ore no ashi o hikkaru janai zo. Ja, ne super Vegeta, was eigentlich mit denen? Haben wir noch gar nicht gesehen. Mikkeoku ga ore wa onna da kara to itte tekagen wa sen zo. Witzig, ich auch nicht. Sketto no odemashi ka. Ii wa, watashi ga yaru. Mattaku utoshii yatsura da. Jetzt spielen wir mehr oder weniger die Cyborg-Saga. Er hat uns irgendwie so gefehlt. Normalerweise ist er jetzt der Punkt, an dem Vegeta auf die Schnauze bekommt von C18, den Arm gebrochen kriegt. War nicht auf meine, nicht während meiner Schicht. Ah. Noch mal. Ja, ich habe mir übrigens eine neue Fähigkeit gekauft, die jetzt zur Verfügung stand. Kann ich jetzt nicht zeigen. Natürlich erstmal alles aufgekauft, was es hier neu zu kaufen gab. Neue Kostüme und so. Welche meistens irgendwie Dingens waren. Klamotten von den Cyborgs. C19, 20 oder Trunks Kleidung. C17 und C18 Kleidung habe ich alle schon aufgekauft. Ich habe ja genug Geld durch Dragon Ball Farmen. Ich kriege ja die ganze Zeit so Mr. Satan Abzeichen, die voll viel wert sind. Aber die Mission kommt mir auch bekannt vor. Hey Piccolo. Wie sieht denn meine neue Attacke aus? Boah. Was zum Teufel? Ja, das war der Angriff von Son Goku gegen Freezer. Hätte ich aber lieber eine andere. Vor allem, die kostet 500 Ki. Was ganz schön viel ist. Das kostet alles mein Ki. Naja, das war jetzt der Kampf. Piccolo versus C17. Den haben wir ja mehr oder weniger gesehen, oder? Dem komischen Schieben mit einigen Kämpfen. Wenn du mal eine bessere Grafik, Next Generation, also was. Theoretisch müsste ja ihr Spiel mehr Inhalt haben. So, das noch mal. Noch mal. Ja, dann verballere ich hier 500 Ki. Habe ich ihn jetzt schon wieder nicht getroffen? Warum hilft mir jetzt hier niemand?
Ich meine, die Ultimate von C-Sitzen war übel. Boff. Aber ja, boff, diesmal soll aber alles treffen. Was zum Teufel? Ja, ich nehme mein vierfaches Kaioken-Kamera, ja. Ja, ich mache die gleiche Reihenfolge wie in der Zukunft. Mhm. Boah, nein, das gibt's nicht. Dann hast du dich wieder vor mir teleportiert. Jetzt geht's natürlich noch weiter. Verwandelt sich jetzt in Super 17. Ach man. Auch Mann, er ist auch kacke. Auch Mann. Jetzt krieg ich schon wieder auf das Wasser, ey. Klemme mal einer die Logik hier. Ja, immer noch genug. Mann, hör auf damit. Und jetzt krieg ich schon wieder auf das Wasser. Oh, Freezer's Hammer. Oh mein Gott. Ey, hörst du jetzt auf? Out. Oh, kein Ding, ist gut. Wieder kommt noch jemand. Ich bin gerade in der Ultimate, hallo. Was kommt der auch noch? Was zum Teufel? Ich habe nur eine rote Aura. Was zum Teufel? Ich bin vergiftet. Alter, wie soll ich denn das schaffen? Hey, ihr habt doch auch einen Knall, oder? Vor allem auch noch alleine, ne? Bin ich auch gut, dass mich C18 irgendwie nicht angreift. Oh nein. Wie bin ich da ausgewichen? Oh, Yoshi, Yoshi. Watashi no oshie no okage desu ne. Ja, mir macht C18 gar nichts. Jetzt haben wir auch langsam drei bei. Boah. Ja, voll unfair, ja, ey. Kann ich mal entgiftet werden hier? Ja, jetzt kehrt die Schwierigkeit vom ersten Teil zurück. Nein, Freezer Dono. Nicht verrecken. Boah. Auch mit dem blöden Angriff. Alter. So. Hier brech ich nicht mehr. Nein, Freezer Dono, nicht brechen. Nein, nicht Freezer. Also will ich verarschen? Hab ich doch. Oh nein. Was zum Teufel? Alter. Komm her. Noch Mann. Alter. Au. Oh. Muss Freezer doch noch leben. Komm schon,
Ja, tut doch schon auch Punkte sammeln, oder? Ja, umfällt, weil ich die ganze Zeit vergiftet bin. Au. Boah, ich treffe sogar von hier aus. Sieht ein bisschen so aus, als würde ich Tennisbälle werfen. Noch Mann, ich treffe mit dem einfach nicht. So, jetzt aber. Nein, was machst du da? So, oh mein Gott. Ich will eigentlich mehrere Parallelquests in diesem Part schaffen, aber jetzt bin ich an einer schon 10 Minuten am Rumgammeln gewesen. Oh mein Gott. Egal. Und du weißt genau, was du pures Glück war. Will ja nichts drauf ein. Oh, okay. Also abgeschlossen. Nein, ich glaube, ich werde dir auch verfolgt, oder? Ja. Weißt du was? Wir sind da jetzt gerade mit Freezer als Meister hier unterwegs. Wie wär's, wenn wir mal Freezers Gruppe irgendwas machen? Freezers Orbiter, da haben wir ja noch gar nichts, glaube ich, gemacht. Gucken wir mal. Muss ich die Quest hier auch die ganze Zeit wiederholen? Ah ja, Pull. Tschüss, Pull. So, Zabon. Na, hast du es ja überlegt? Ich habe schon mal mit dir geredet, oder? Ja. Dann fange ich mit offenen Armen. Du wirst mir und Lord Freezer große Dienst leisten. Okay. Einige mit der Freezer fortfahren, die Balance zu zerstören. Ja, genau, Dodori an seine Seite. Wir werden Dodori jetzt besiegen und ich möchte, dass du dabei hilfst. Nimmst du diesen Auftrag an? Ich möchte dafür sorgen, dass du einen Teil dazu beitragen wirst. Bist du bereit? Gut, Dodori wird mich sicher zuerst angreifen. Beschütze mich in Schlag zurück. Gehen wir es an. Zabon der Schöne. Muss ich hier genau machen? Ich kann mich hier verschiedenen Leuten irgendwie anschließen oder so. Irgendwie hat keine Ahnung. Gucken wir, wie hier abläuft. Vielleicht kann ich ja auch Screen machen, so wie die meisten anderen Sachen. Übrigens immer noch die Freezer-Soldaten alle freigeschaltet. Also gar keinen habe ich freigeschaltet. Bist du überhaupt Graham? Du bist Name Kiana. Oder? Du hast gerade einen Arm gestreckt. Ja, warum seid ihr so stark? Seid ihr für random Leute? Boah. Ach ja, ich wollte andere Kamera wieder einsetzen. Boah, boah, boah. Ja, irgendwann muss ich Zabon auch erledigen, oder? Ach man, warum? Boah, boah, boah. Keine Ahnung, was ich hier mache. Ah, was soll's. So, hier Zabon Dono. Ja, ich weiß. Hey, wir haben Dodori besiegt. Ausgezeichnete Arbeit. Es ist niemand mehr da, der mir im Weg steht. Und nur noch ich stehe an Lord Freezer Seite.
So, kann ich hier noch irgendwas machen mit irgendjemand anderen? Sieht nicht so aus. Willst du mich aussagen, weil ich verloren habe? Das wirst du wollen. Das hat getan. Glaube ich 18%, 27% habe ich jetzt. Machen wir einfach weiter. Genau, wir haben Kampf gegen Gloria. Was willst du heute von mir? Was, jetzt willst du mich auswählen? Bist du mit deiner aktuellen Position etwa nicht zufrieden? Ja. Es wird Zeit, dir zu zeigen, was für ein Irrtum der kleine Herausforderung gegen mich war. Na los. Ja, nur Narzissmus. Okay. Danach kommt die Ginyu Force, dann Freezer oder was? Ja, nicht mehr so viele Leute. Und dann kommt Cooler, keine Ahnung. Ja. Fangen die Tennisbälle. Mal schon, also ich gerade voll fertig machen, ey. Auf und weg bist du. Ja, schneller weg als Dodoria. Was sagt denn das über dich aus, Sauer? Ja, ist gut, Sauer. Ich bin Taniro Dodo. Ja, schon bekommen, genug Kommando. Da bist du ja eigentlich als nächstes kommen. Das ist jetzt bloß nicht zu Kopf steigen. Ich muss das einfach sagen, denn ich bin ja wahrscheinlich in Gefahr. Versuch einfach so weit zu kommen, wie du kannst. Ganz egal, was dich erwartet. Aber ich muss mich einfach nur schlagen. Okay. So, ja, ich tue immer noch voll willkürlich hier leveln. Lasst mich. So, erstmal. Das hier wieder nehmen, gut. So, Kipo, das kenne ich auf jeden Fall den Namen. So, was hier? Alter. So, was jetzt? Ginyu. Okay. Ich bin Ginyu, Captain des Ginyu Sonderkommandos. Ich habe Gerüchte über deine Kraft gehört. Du hast Zabel und Dodoria besiegt, oder nicht? Nun wird das Ginyu Sonderkommando deine Kraft auf die Probe stellen. Lord Freezer hat das verlangt. Du machst doch bitte, oder? Freezer möchte, dass du dich als Krieger weiterentwickelst. Also, sobald du weit bist, können wir anfangen. Gut, dann lass uns sofort loslegen. Ginyu Kommando Aufnahmeprüfung. Bin ich Mitglied der Ginyu Force. Geil. Wer will denn das nicht sein, hallo? Ich meine, die haben alle anderen Farben. Sind alle nach Milchprodukte benannt, die tun Posen. Das ist Guldo. Bevor er The World einsetzen kann. Ja, das war schon mal mit Guldo. Ja, ich habe schon erledigt. Wenn jetzt mal schnuppern. Und fast das. Hält aber auch wenig aus.
Hi. Warum teleportiere ich mich vor dir? Jetzt war auch doof. Wo bleibst du hier? Hey, also ich will die Gegner einfach so wegfliegen, ey. Was war das? Meine Güte. So, Ginyu, komm. Du sollst die Waffe mitzittern, hallo? Vielleicht tot. Oh, und jetzt kommt die Ultimate. Und jetzt kommen die Tennisbälle. Au. Ich war immer noch nicht. Doch, das war Finisher. Weiß ja nicht, wie das hier abläuft. Ich schlag dich, du bist tot. Na klar. Leider keine Genio-Form. Rüstung. Aber die geht auch, glaube ich, so, ne? Ja, sind doch eigentlich schon alle Leute. Jetzt bin ich schon Freezers rechte Hand. Du zeigst mir im Po. Ah, du bist stärker als ich dachte. Ich hätte nie gedacht, dass du so stark bist. Trinken wir auf die Geburt eines neuen Elite-Kriegers. Ich gebe zu, dass die letzte Runde nicht ganz nach Plan lief, aber diesmal stehst du den gesamten Gino-Kommando gegenüber. Oh Gott. Stell dein Team zusammen, um gegen uns zu kämpfen. Hey, dieses Mal werden wir nicht verlieren. Gut, dann lass uns sofort loslegen. Mein Team zusammenstellen? Okay. Zweifel ist. Na, mal schauen. Da hat er mich verarscht. Wer seid ihr denn? Wer ist denn Reginald? Und Torquil? Wer seid ihr Typen? Alter. Ja, einfach so ein paar Randoms hier zugeteilt. Das würde ich online spielen. Ja, irgendein Shooter. Oh. Jetzt kommen die Großen. Uff, und tschüss. Also nicht und tschüss, aber du kriegst jetzt derbe Schaden. Oh, wat? Wuff, wuff, wuff. Bin ich gerade mit Posen gerettet. Ist gar nicht aufgefallen, früher in der deutschen Version, dass die so drauf waren. Da fand ich die noch ganz normal, ehrlich gesagt. Und tschüss, oh tschüss. Sehr gut. So schnell geht das, ja. Bin ich der Captain des Genio-Kommandos. Los, geh mit deine Hörner. Oh ja. Mal, hört auf mich einzumischen. Ich kenne euch gar nicht. Ich hätte das hier locker allein geschafft.
Dafür muss gegen alle fünf auf einmal kämpfen. Das wäre noch geil gewesen. So geht das. Der hat sich auch mit Posen gerettet. Das ist so eine Ultimate. Das ist eine Ultimate. Will mich verarschen? Hey. Ich habe nicht getroffen. Ey. Alter. Das ist einfach eine Kombo gewesen. Den Mann kann ich nie treffen. Voll aufgeladen. Warte, wie habe ich das gemacht? Oh doch. Oh, jetzt dreht deine Hörner an mich ab. Oh nein, er will meinen Körper klauen, oder? Nein. Verdammt. Ninja-Anzug, Genio-Kommando, warum Ninja-Anzug? Wer soll in Zeit Patrouillen-Klamotten haben? Will dieses was haben wir noch auf ein Zeichen? Ich komme hier irgendwie alles in anderen Klamotten. Red Ribbon oder Capsule Corporation oder so. Ach, du bist stärker als ich dachte. In Liga hast du so stark. Jetzt trinken wir auf die Geburt eines neuen Elite-Kriegers. So. Ach, ihr seid auch hier, sag mal, was denn? Ernsthaft, die standen aber nicht vorher hier, ne? Sehr gut. Okay. Wie viel haben wir denn hier jetzt? 54% durch. Noch kann ich mal Mr. Satan jetzt abgeben. Ich habe nicht 12 Missionen schon erledigt oder so. Da ist Freezer, aber den lassen wir jetzt erstmal. Ist der Ausgang. Oh mein Gott, jetzt bleibt ihr gar nicht mehr. In der nächsten Folge, glaube ich, ein paar Parallel-Quests, weiß ich nicht. Muss ja noch ein paar machen, ja. Na, wie komme ich hier raus? Komme ich raus? Da, meine Güte. Okay. Oh Gott. Flieg doch! Und zum Teufel. Den Wolf. Was wollte ich jetzt hier machen noch? Was wollte ich jetzt hier noch mal machen? Ach, ich wollte zu Mr. Satans Haus, genau. Boah. Jo, Katzan. Gehen wir da schnell hin. Gucken, ob ich irgendwas geschafft habe. Wenn nicht, dann beenden wir ein Part hier und dann können wir gehen. Nein, noch nicht, verdammt. Machen wir in der nächsten Folge ein paar Parallelquests und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder auf Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.